Hey, ich bin Sophie und in dem heutigen Video möchte ich dir 5 potenzielle Gründe nennen, warum dein Etsy-Shop nicht so erfolgreich ist. Doch bevor ich die 5 Gründe nennen werde, möchte ich noch kurz 2 Sachen loswerden. Und zwar das erstens, dass meine Empfehlungen, die ich jetzt in diesem Video ausspreche, keine Wundermittel sind. Es kann sein, dass dein Shop erfolgreicher wird, nachdem du die Sachen implementiert hast, die ich empfohlen habe. Es kann aber auch sein, dass das dann nicht so ist oder dass es ein bisschen schleppender ist. Also habe jetzt nicht die Erwartungen, dass wenn du das alles implementierst, dass dann auf einmal dein Shop explodiert, sondern das sind einfach nur ein paar Tipps, die dir vielleicht dabei helfen können, dass dein Shop erfolgreicher wird. Aber es ist natürlich kein Versprechen, dass dann dein Shop erfolgreicher wird. Und die zweite Sache ist, wenn du dieses Video vor dem 31. Jänner siehst, dann läuft tatsächlich auch noch ein Gewinnspiel auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde das Video zum Gewinnspiel hier oben verlinken. Und zwar kann man da 6 Preise gewinnen. Also wenn du Bock hast, darauf etwas zu gewinnen, dann schau da vorbei. Aber genug geredet und dann fangen wir schon mal mit dem ersten Grund an. Und zwar der erste Grund, warum dein Shop vielleicht nicht erfolgreich ist, liegt daran, dass du einfach schlechte Suchwörter hast. Das Problem hier ist nämlich, dass wenn die Kundinnen und Kunden andere Suchwörter verwenden, als du verwendest, weil du schlechte bzw. einfach falsche Suchwörter verwendest, dann können sie dein Produkt gar nicht erst finden und wenn sie es gar nicht finden können, dann können sie es gar nicht kaufen. Deshalb ist das, was man wahrscheinlich als erstes Mal beheben sollte, denn wie gesagt, wenn sie dein Produkt nicht finden anhand der Suchwörter, dann gibt es gar keine Möglichkeit, dass sie das dann bei dir dann kaufen können. Hier dann auch meine Tipps, und zwar was du verändern kannst. Und zwar schau dir dein Produkt an und denk wirklich daran, was könnte ein potenzieller Kunde bzw. potenzielle Kundin könnte suchen, um genau dieses Produkt finden zu können. Also zum Beispiel, wenn das eine Mütze ist, ob das eine bestimmte Art, wie das zum Beispiel eine gehäkelte Mütze oder eine Mütze mit Bommel oder wie genau, also was genau müsste jemand eingeben, um dann diese Mütze zu finden. Und das Wichtige hier ist auch, dass man tatsächlich lange Suchwörter verwendet, weil wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Beispiel der Mütze, wenn man da überlegt, wenn man zum Beispiel nur ein Suchwort Mütze eingibt, da es haben wahrscheinlich mehrere Tausende, wenn nicht sogar, ach, okay, Millionen vielleicht nicht, aber es gibt mehrere tausend Artikel mit Mützen, da sticht man einfach nicht heraus. Aber wenn man zum Beispiel gehäkelte Mütze mit Bommel oder irgendetwas so eingibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch gefunden wird, einfach höher. Also versucht die Stichwörter, ohne sie jetzt zu überlasten, aber so lange wie möglich zu machen und so vor allem auch dann so präzise wie möglich. Ein weiterer Tipp hier ist, dass du tatsächlich dann auch alle Suchwörter verwendest. Also Etsy gibt dir eine bestimmte Anzahl an Suchwörter, die du verwenden kannst und die tatsächlich dann auch alle verwenden, weil je mehr Suchwörter du verwendest, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dann bei einem dieser Suchwörter dann gefunden wirst, weil wenn du zum Beispiel ein Suchwort nicht reinschreibst und dann kannst du ja in dieser Kategorie dann zum Beispiel auch gar nicht gefunden werden. Und hier dann auch nochmal ein Tipp, den ich vor allem am Anfang falsch gemacht habe. Und zwar habe ich ja sehr viele ähnliche Produkte verkauft und ich habe halt dann auch wirklich sehr ähnliche Suchwörter dann verwendet. Zum Beispiel, ich habe eben A4-Poster verkauft und dann habe ich halt wirklich bei fast allen dann natürlich als Suchwort A4-Poster in die Suchwörter gepackt. Das Problem ist, wenn du das halt machst, dann mag das Etsy nicht so gerne und vor allem konkurrierst du dann mit dir selbst. Also versuch, wenn du ähnliche Produkte hast, versuch dir unterschiedliche Suchbegriffe dann zu überlegen. Natürlich ist das nicht immer, funktioniert das nicht immer, manchmal ist es extrem schwer, aber gib zumindest dir die Mühe, andere Synonyme oder irgendetwas dir zu überlegen, damit du da einfach nicht konkurrierst und damit du einfach eine breitere Masse dann auch mit den unterschiedlichen Suchwörtern dann abdecken kannst. Mehr werde ich jetzt zu dem Thema auch nicht sagen, weil ich habe vor, in der Zukunft, also in ein paar Wochen, dann auch ein Video zur Search Engine Optimierung oder SEO, wie man es auch oft hört, auf Etsy zu machen. Deshalb, wenn dich das Thema jetzt so Suchwörter, die passenden Suchwörter finden, mehr interessiert, dann vergiss nicht zu abonnieren, weil das Video kommt dann in ein paar Wochen und da werde ich doch nochmal spezieller auf die Dinge eingehen, ein paar Tools erklären und genau. Der zweite Grund, warum dein Etsy-Shop nicht so erfolgreich ist, kann an den Bildern liegen, die du verwendest. Wenn wir das Ganze jetzt durchspielen, du hast jetzt deine Suchwörter verbessert und du wirst dann tatsächlich auch bei der Suche angezeigt, dann ist das nächste Entscheidende eben die Fotos. Und
Das sehe ich persönlich vor allem, wenn ich zum Beispiel was auf Etsy kaufe, dass wenn die Fotos einfach nicht ansprechend sind oder die Qualität schlecht ist oder es nicht genug Fotos von dem Produkt gibt, dann klicke ich erst gar nicht mal auf das Produkt drauf, denn es gibt so viele Listings mit extrem schönen Fotos und Fotos sind halt auch das Erste, das man sieht und die, je ansprechender das Ganze ist, desto höher ist natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann man tatsächlich auch auf das Listing dann draufklickt, um sich dann mehr zu informieren. Das Ding ist, ein Produkt kann wirklich das beste Produkt auf der Welt sein, aber wenn einfach die Fotos nicht gut sind, dann klickt man gar nicht drauf und dann bestellt man es gar nicht und dann hat man gar nicht mal die Chance herauszufinden, dass es eben das beste Produkt ist und deshalb wirklich darauf achten, dass die Fotos so gut wie möglich sind. Und was meine ich genau, wenn ich davon spreche, dass sie so gut wie möglich sind? Ein wichtiges Ding ist eben, dass sie gut beleuchtet sind. Hier ist vor allem, also was ich hier empfehlen kann, ist, dass man es mit Tageslicht macht. Das sehen Sie, also außer man hat jetzt ein professionelles Fotostudio, aber wenn man es jetzt einfach nur ein bisschen unprofessionell zu Hause macht, dann ist es immer gut, das vor einem Fenster zu machen mit natürlichem Licht. Dann ist auch noch wichtig, dass wenn du dein Produkt fotografierst und es dann bei Etsy das Foto einfügst, dass dann auch nichts abgeschnitten ist, dass zum Beispiel dann nicht eine Ecke von der Karte oder so abgeschnitten ist oder dann der Bommel von der Mütze. Ich weiß auch nicht, was ich gerade mit Mützen habe, aber einfach, dass wirklich das ganze Produkt auf dem ersten Bild dann zu sehen ist. Auf den weiteren Bildern kann man dann auch mal Detailfotos und so machen, da ist es dann okay, wenn was abgeschnitten ist, weil man eben zum Beispiel hinzoomt und so. Aber das erste Bild, man soll wirklich das ganze Produkt ohne Probleme sehen können. Und das dritte, was zumindest bei mir ist, da kann jeder dann auch eine andere Meinung haben. Aber ich persönlich finde es eben besser, wenn die Fotos so simpel wie möglich sind. Denn wenn du noch ganz viele Sachen daneben liegen hast oder im Hintergrund oder so hast, dann lenkt das eher ein bisschen ab. Deshalb vor allem das erste Foto, man kann ja dann zum Beispiel das zweite oder das dritte Foto dann zum Beispiel zeigen, wie das Produkt dann in Action aussieht oder so, wenn es zum Beispiel ein Poster ist, das auf irgendeiner Wand oder so hängt. Aber das erste Foto, wie bereits gesagt, eher simpel, mit wenig rundherum, damit man einfach wirklich den Fokus auf das Produkt hat. Eine Sache, die jetzt am Anfang vielleicht jetzt noch nicht so wichtig ist, aber je länger es man macht, desto mehr sollte man vielleicht darauf achten, ist, dass die Fotos einheitlich sind. Also, dass wenn man auf die Fotos schaut, dass man eben erkennt, okay, diese Produkte sind vom gleichen Etsy-Shop. Das hilft einfach daran, dass wenn zum Beispiel jemand schon in deinem Etsy-Shop gekauft hat und dann sucht und die Person sucht dann zum Beispiel wieder mal etwas und dann sieht sie ein sehr ähnliches Foto zu dem, was sie davor schon mal gekauft hat, dann ist sie, ah, okay, ich wusste gar nicht, dass der Etsy-Shop das auch anbietet und dann hat man eben so eine, dann erinnert man sich daran und wie gesagt, es sieht dann auch schön aus, wenn man den Etsy-Shop durchscrollt, wenn man ein Kundin und eine Kundin ist und es einfach einheitlich ist, also dass der gleiche Hintergrund verwendet wird, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel so ein kleines Set hat, zum Beispiel bei Karten, dass man noch ein Stift dort liegt und vielleicht ein Washi-Tape oder so im Hintergrund, dass das halt auch alles einheitlich ist. Also das ist jetzt kein absolutes Muss, aber es schadet definitiv nicht, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass das einheitlich alles aussieht. Was ich hier empfehlen kann, ist Canva. Ich habe schon mal öfter von Canva gesprochen und das ist eben so ein Programm, was man online verwenden kann, um zum Beispiel Instagram-Posts zu machen. Aber was jetzt vor allem hier das Wichtige ist, dass man mit Canva super Mockups machen kann. Das habe ich zum Beispiel bei meinen Karten verwendet. Da gibt es super Karten-Mockups und das Gute ist eben, dass dann eben alle gleich aussehen, weil man das gleiche Mockup immer verwendet und außerdem ist das halt dann schon gut belichtet, es sieht gut aus, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Die Mockup-Funktion bei Canva ist tatsächlich auch kostenlos, das heißt, man braucht sich nicht Premium dazu kaufen und es macht es halt wirklich auch einfach, weil eben, wie gesagt, das erste Foto so wichtig ist und wenn das eben schön aussieht, die Belichtung ist dann natürlich auch gut, weil es ja nicht wirklich ein Foto ist, sondern nur so ein Mockup, deshalb kann ich das wirklich nur empfehlen zu verwenden. Bei vielen Kategorien gibt es leider kein Mockup bei Canva, aber es gibt Mockups für Tassen, T-Shirts, Karten, Bücher und Poster und so. Also schaut da definitiv mal vorbei. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe auch überlegt, ein Video dazu machen, meine Tipps, wie man gute Fotos macht und das halt dann auch alles mal herzuzeigen. Also wenn du das gerne sehen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Dann kann ich das gerne in der Zukunft machen, eben ein paar Tipps und Tricks. Und dann kann ich auch gerne ein Tutorial dann auch machen, wie genau man dann die Mockups bei Canva macht.
Der dritte Grund, warum dein Job nicht so erfolgreich ist, kann tatsächlich an der Beschreibung liegen. Denn wenn wir das wieder durchspielen, du hast deine Suchweite verbessert, du hast die Fotos verbessert, die Person hat also jetzt schon mal auf dein Listing draufgeklickt an wegen der attraktiven oder schön aussehenden Fotos und dann schaut die Person sich die Beschreibung an, weil, also bei vielen Produkten vielleicht jetzt nicht, aber bei einigen Produkten ist dann doch eher die Beschreibung wichtig, zum Beispiel um die Größe herauszufinden, welches Material verwendet wurde, wenn das zum Beispiel Ohrringe sind, welches Edelstahl oder so, ich kenne mich ja gar nicht aus, da verwendet wurde. Also da gibt es schon viele Kategorien, wo dann spezifisch auf die Beschreibung geachtet wird. Und wenn die Beschreibung einfach nicht gut ist, dann spiegelt sich das sehr schlecht auf deinen Etsy-Shop wieder. Denn gute Beschreibungen lassen deinen Shop einfach seriöser aussehen. Also wenn das jetzt, wenn du keine gescheite Beschreibung hast deines Produktes, dann wirkt das hier eben halt eher ein bisschen unseriös und man will ja eigentlich jetzt nicht so bei unseriösen Etsy-Shops kaufen. Deshalb nimm dir da einfach mal die Zeit und formuliere eine gute Beschreibung. Und das Ding ist, du kannst ja dann die Beschreibung einfach immer ein bisschen copy-pasten und dann für die unterschiedlichen Produkte ein bisschen abändern. Aber wenn du dir einmal eine gute Beschreibung ausgedacht hast, dann ist das wirklich hilfreich. Und wie gesagt, du kannst ja dann die Beschreibung dann sehr einfach dann eben verändern. Und wenn ich gerade von Vertrauenswürdigkeit spreche, dann komme ich tatsächlich auch schon zum vierten Punkt. Und zwar der vierte Grund, warum dein Etsy-Shop nicht so erfolgreich ist, ist einfach, weil dein Shop nicht vertrauenswürdig aussieht. Denn wenn deine Listings endlich gefunden wurden, wenn die Fotos gut aussehen, wenn die Beschreibung gut aussieht und wenn die Person dann auf deinen Shop klickt, aber dein Shop dann einfach nicht vertrauenswürdig aussieht, dann wird die Person sehr wahrscheinlich auch den Kauf auch dann nicht abschließen. Es kommt natürlich immer von Person zu Person, ist das unterschiedlich, aber aus meiner Erfahrung ist das halt so. Und so ist das auch zum Beispiel, wenn ich etwas bei Etsy kaufe, dass ich da schon darauf achte, dass das ein vertrauenswürdiger Shop ist. Ein Shop wirkt natürlich erstmals als nicht so vertrauenswürdig, wenn man keine guten Bewertungen hat. Also wenn man zum Beispiel nur 3-Sterne-Bewertungen hat oder wenn man viele 1-Sterne-Bewertungen hat. Das kann man aber jetzt nicht so wirklich beeinflussen, außer natürlich, dass man vielleicht seine Produkte besser macht oder irgendetwas ändert. Aber die schlechte Bewertungen ist jetzt nicht der einzige Grund, warum zum Beispiel ein Shop nicht vertrauenswürdig aussieht. Andere Gründe, warum dein Shop vielleicht nicht vertrauenswürdig aussieht, kann daran liegen, dass du keine Rechtstexte hast. Die sind nämlich sehr wichtig und wenn du keine hast, dann darfst du tatsächlich eigentlich auch nicht auf Etsy verkaufen. Also versuch das so schnell wie möglich zu ändern, weil sonst kann es Ärger geben. Dann kann es tatsächlich auch sein, dass er nicht vertrauenswürdig wirkt, weil du kein Logo hast. Und weil du dann auch keinen Banner hast, also versuch auch hier das einzupflegen, also dass dann dein Shop ein Logo hat und ein Banner. Und das muss jetzt auch nichts wirklich Krasses, Abgefahrenes sein oder wo man sieht, das hat jemand Professionelles gemacht. Es reicht normalerweise einfach schon, wenn du da irgendetwas hast. Also zumindest ist das bei mir natürlich. Und ja, das sind eben die drei Dinge, die du dann auch natürlich selbst beeinflussen kannst. Wie gesagt, die Bewertungen kann man mehr oder weniger schon beeinflussen, aber jetzt nicht so direkt. Und deshalb, wenn du das alles, also die Rechtstexte, das Logo und das Banner bei deinem Shop noch nicht eingefügt hast, dann mach das definitiv noch. Der fünfte und letzte Grund, warum dein Etsy-Shop vielleicht nicht so erfolgreich ist, liegt an zu hohen Bearbeitungszeiten. Hier muss ich auch noch ganz klar sagen, dass sehr viele tatsächlich nicht auf die Bearbeitungszeiten achten. Also wenn du zum Beispiel eingibst, okay, deine Bearbeitungszeiten sind 5 Tage und der Kunde oder die Kundin sieht das nicht und man bekommt dann sehr oft nach 3 Tagen schon eine Nachricht von den Kunden, dann hey, wo bleibt mein Paket? Und man denkt sich so, es steht drinnen, dass erst nach 5 Tagen verschickt wird. Aber egal, bei denen, die dann tatsächlich darauf achten, das kann dann natürlich sehr abschreckend sein, weil man ist einfach im E-Commerce gewohnt, dass das am gleichen Tag oder am nächsten Tag einfach verschickt wird. Und deshalb geht man auch schon, wenn man zum Beispiel weiß, okay, die Person hat in einer Woche Geburtstag, dann denkt man halt auch, okay, dass das dann auch rechtzeitig ankommen könnte, weil man einfach davon ausgeht, dass das innerhalb von 1 oder 2 Tagen dann verschickt wird. Aber wie du eben weißt, bei Etsy Shop ist das manchmal nicht so, weil viele machen das nicht hauptberuflich und haben auch noch andere Sachen zu tun. Aber hier ist, wie gesagt, einfach weil man von dem Standard ausgeht, dass es nur 1 oder 2 Tage dauert, bis es verschickt wird, dass es dann abschreckend sein kann, wenn dann dort steht, dass es zum Beispiel 5 Tage dauert, weil dann zum Beispiel bei dem Beispiel des Geburtstags, wenn der in einer Woche ist, dann geht sich das, also dann
kommt das nicht mehr rechtzeitig an. Und deshalb kann das abschreckend für manche sein. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele da tatsächlich darauf achten, wie hoch die Bearbeitungszeiten sind. Aber wenn es dir möglich ist, dass du dir ein bisschen runterschraubst, die Bearbeitungszeit, dann kann ich das nur empfehlen. Ich sage aber auch jetzt nicht, dass du es unbedingt machen musst, weil, wie bereits gesagt, stress dich da jetzt nicht so. Wenn du einfach die Zeit nicht hast, dann hast du die Zeit auch nicht. Aber ich wollte das einfach nur mal erwähnen. Und natürlich ist das bei Spezialanfertigungen natürlich auch gar keines, also ist das auch nicht so wichtig, weil bei Spezialanfertigungen weiß man normalerweise, dass das ein bisschen länger dauert. Aber wie gesagt, wenn du es kannst, dann kannst du das gerne vielleicht um einen Tag oder so verringern. Und dann wirkt einfach dein Listing vielleicht auch ein bisschen attraktiver, aber wie viele Auswirkungen das tatsächlich hat, kann ich dann auch nicht sagen. Das war es jetzt tatsächlich auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du fandest es hilfreich. Wenn ja, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und vergiss nicht zu abonnieren. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, dann schreib sie auch gerne in die Kommentare und die werde ich dann beantworten. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Sonntag bei einem neuen Video wieder. Tschüss!